Sport und Jugend. Zwei Dinge, die die Stadt prägen, besonders im Jahr 2012, wenn in Innsbruck die erste Winterjugendolympiade ausgetragen wird. Durch die Verknüpfung mit der Jugendolympiade ist es der Stadt gelungen, auf dem Areal der Eugenkaserne ein großes Wohnbauprojekt zu realisieren. Die Jugendolympiade für die Stadt Innsbruck, die dritte Olympiade einer Stadt weltweit, ist enorm wichtig, auch für den Breitensport und für die Zukunft. Und ich bin sehr glücklich, dass es in einer gemeinsamen Anstrengung gelungen ist, die Vorarbeiten, also das Areal zu einem dritten olympischen Dorf, dieses günstig zu erwerben. Durch die Möglichkeit, das Kasernenareal zu bebauen, ist es gelungen, für die Zukunft den Wohnbedarf zu sichern und damit das Bedürfnis nach neuem Wohnraum abzufedern. Neben Wohnungen im Sozialbereich entstehen auf dem Gelände auch Eigentumswohnungen und Seniorenwohnungen. Weiters werden Flächen auch für öffentliche Zwecke genutzt. Beispielsweise findet die Polizeiinspektion Reichenau hier ein neues Zuhause. Zunächst stehen diese Wohnungen den Teilnehmern der Jugendolympiade als Unterkünfte zur Verfügung. Ja, es war eine gemeinsame große Kraftanstrengung, das Eugen-Areal dafür zu erwerben. Das war also im Hinblick auf diese Olympiade, war das eine einmalige Gelegenheit. Und wenn ich mir denke, 450 Wohnungen 2012 für mehr als 1000 junge Athletinnen und Athleten, also das ist eine ganz tolle Sache für Innsbruck. Und gleich danach kann es bezogen werden von jener Generation, die für übermorgen dann verantwortlich ist. Also ich glaube, man kann der Stadt und allen, die das bewerkstelligt haben, wirklich gratulieren. Die eingeleitete und in Umsetzung befindliche Wohnbauoffensive der Stadt kann mit diesem Projekt auch in Zukunft vorangetrieben werden. Die Wohnungen des dritten olympischen Dorfes werden im Frühjahr 2012 für die Bürger der Stadt bezugsfertig sein. Nähere Informationen zur Jugendolympiade und dessen Wohnbauprojekt finden Sie auch im Internet unter www.innsbruck.at.